Es wird spannend, so ein bisschen. Noch spannender. Ja, noch spannender, denn wir befinden uns immer noch in der Berichterstattung der Viertelfinale im Zuge des fünften Grand Slams. Wir sind ein bisschen blöd. Wir haben leider schon vorhin vorweggenommen, wer jetzt gewinnt. Es wäre natürlich viel spannender, wenn wir es nicht gesagt haben. Ja. Und deshalb habe ich jetzt eine News für euch. Fehlinformation auf unserer Seite. Oh. Wir wissen noch gar nicht, wer gewinnt. Da wurde fälschlicherweise David eingetragen. Die Seite wurde gecrackt. Gehackt. Ja, auch. Auch gehackt, ja. Und mit Crack versehrt. Hackle-crackled. Ist ja auch wurscht. Was wir eigentlich sagen wollen, ist, wir haben keine Ahnung, wer jetzt gewinnen wird. Und deshalb sind wir genauso neugierig und können vor Spannung kaum noch auf unseren Sitzen bleiben. Ja. Wenn wir uns jetzt die dritte und entscheidende Map zwischen Fire und Darwin angucken. Ja. Und zwar auf der Map Wiesenwogen. Bitte, Budi, starte die Map. Mein Gott, was ich habe es würde getan. Ich darum geben, zu wissen, wer das wohl gewinnen könnte. Dürfte spannend werden. Wie gesagt, beide Spieler bestechen ja aufgrund ihrer extrem guten Situation und ihren Skill, den sie ja taktisch an den Tag legen. Und hier sehen wir ähnliche Positionen wie gerade eben in der zweiten Runde, die wir gerade gesehen haben. Ja, wir sehen hier einmal den Human-Spieler, das heißt den Fire, den Andrew Reagan Dance hier auf der 9 Uhr Position und dann seinen Kontrahenten in Gelb gehalten. Jetzt erstmal den Ork-Spieler Darwin, MTW Darwin alias Darwin Georgi auf der 5 Uhr Position. Doch, es ist auf jeden Fall die 5 Uhr Position. Wichtig auf jeden Fall zu dieser Map soll gesagt sein, die Goblin-Läden. Dort gibt es die kräftigen Items am Anfang. Es gibt insgesamt 2 Stück davon auf dieser Map. Ja, Moment. Wo haben wir die denn jetzt hier? Ich bin ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall gibt es 2 Goblin Merchants hier. Da, sehr gut. Und dort gilt es erstmal hinzugehen und dort die Creeps Platz zu machen, um dort entsprechend die ersten Items zu kriegen. Am Anfang, wie gesagt, erstmal ganz, ganz normaler Aufbau. Die beiden haben sich jetzt hier erstmal noch natürlich hin und her geschrieben. Good luck. Es geht natürlich auch um etwas. Und wir wissen ja nicht, wer dieses Match letztendlich gewinnen wird. Es bleibt also spannend. Derjenige, der dieses Match, die letzte entscheidende Runde verliert, der ist raus aus dem Turnier. So sieht es aus. Und wer könnte das wohl sein? Ich habe keine Ahnung und wir müssen uns das jetzt eben einfach gemeinsam mal angucken. Ja. Wir springen mal dazu in die Perspektive hier vom Darwin und sehen jetzt hier am Anfang natürlich relativ ausgeglichen, 16 zu 18 Supply. Und was hier vielleicht auffällt, ist der, da fällt gar nichts auf. Nö. Das ist relativ Standard Arc-Match. Und wir sehen hier als First Hero wieder den Blade Master auf Seiten von Darwin. Mhm. Also das eine Taktik, die sich wohl bei den Orks in letzter Zeit durchgesetzt hat. Ja. Vielleicht auch wirklich einfach nur bei dem Darwin-Spieler. Also er hat es tatsächlich bei allen 3 Matches gegen den Andrew Reagan Dams durchgezogen, als First Hero mit dem Blade Master zu spielen. Close Positions übrigens hier zu sehen, also fast close, also relativ nah beieinander. Und die Scouts treffen sich jetzt hier beide oben bei der 12 Wiese. Da kommen also sie, wir brauchen romantische Musik eigentlich dafür. Komplett falsch gelaufen, wenn man so will. Aber auch das gehört dazu. Und jetzt bitte, wir bleiben vielleicht auf dem Blade Master, denn er geht schon direkt in die Richtung seines Kontrahenten. Und man weiß, wir haben es gerade eben schon gesehen, der Blade Master ist ein fieser Hund, der ganz viel Stress machen kann. Geht sofort in den Windwalk hinein, das heißt, er wird unsichtbar. Und wird jetzt direkt, er weiß im Prinzip schon genau, was hier der Fire vorhat. Nehme ich hier den von dir angesprochenen Shop zu creepen. Ist doch nicht der Goblin Merchant, wo er jetzt hier creept. Nee, aber hier den Shop um das Item. Und da macht er genau das, was Standard ist. Und zwar hat er hier einen super Creep-Check hingelegt und dadurch direkt ein Level up sich geholt. Sau gute Aktion von Darwin. Fantastisch und gemacht. Damit, da hat Fire einfach nicht mit gerechnet. Da hätte er auch eigentlich nicht wirklich viel machen können. Ja. Und er hat außerdem ein perfektes Item bekommen. Wir können mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, wie es auf Knochenglocken der Geißel genau. Es bringt ihm selber ein bisschen 15% des Schadens, den er anrichtet, kriegt er selber als Health Point wieder hinauf. Also wie gesagt, sehr, sehr cooles Anfangs-Item. Gerade auch für den Blade Master, der ein verdammt fieser Hund ist und relativ viel Schaden machen kann. Ja, und vor allem auch viel in den Nahkampf geht oder eigentlich ausschließlich im Nahkampf agiert. Also gutes Item hier zu Beginn und natürlich dieser tolle Creepjack, dadurch jetzt schon fast Level 3 oder zu 50% Level 3, während der Archmage hier noch nicht mal Level 2 ist, aber hier schon angeschlagen ist durch seinen Kampf am Shop. Genau, man sieht jetzt übrigens, Darwin macht das hier wirklich ganz ausgezeichnet, schickt seine 3 Grunts, man weiß, die Grunts sind am Anfang ohne Upgrade 700 Hitpoints schwer. Das heißt, die halten was aus, die kann man ruhig ganz alleine auf Tierjagd gehen lassen und dadurch
über die ganze gesamte Map XP-Punkte bekommen. Und der Blade Master bleibt weiter auf Tour, geht hier einfach mal per Windwalk oder Windwalk zum Shop, kauft sich hier die Boots of Agility, das heißt, der wird noch schneller, dieser fiese Hund. Ja, und das braucht er aber auch, weil er halt immer dahin geht, wo es weh tut, und um dann halt Stress zu machen, um sich dann wieder entsprechend verpissen zu können, sage ich mal so, muss er das eben machen. Jetzt hat er hier natürlich gecheckt, ob da oben irgendwie gecreept wird. Ja, schauen wir uns mal kurz die Mitte an, denn dort gibt es ein kleines Match. Da hat der Fire entdeckt, dass der Darwin erstmal alleine mit seinen Orks unterwegs und ist. Jetzt sehr hier schön, ganz jetzt Surround gegen einen Grunt, schön gemacht hier von Fire. Und jetzt auch noch quasi der Creep-Jack hinterher, das heißt die angeschlagenen Creeps vom Darwin holt er sich jetzt hier. Und ähnliche Situation, er will jetzt hier den Stufe 5 Creep nicht. Wir schauen uns mal kurz an, der Blade Master rennt hinterher und schnappt sich hier natürlich den kaputtesten Footman. Das ist ganz, ganz clever gemacht, und natürlich der Blade Master ist wesentlich schneller als hier der Footy und versucht jetzt hier diesen einen Footy, ich glaube, er hat noch ein oder zwei Schläge, ein Schlag, so sieht es aus. Auch noch Critical Hit, 72 Schaden hat er gerade mit einem Schlag gemacht. Das ist schon, das ist ein böser, böser Hero. Anders kann man das nicht sagen. Also Andrew Regendance alias Fire ist erstmal wieder zurückgezogen in seine Mainbase, und der Darwin bleibt auf seiner Tour, macht Stress mit seinem Blade Master und geht mit seinen Grunts, mit seinen dicken Viechern dort erstmal. Wir schauen mal derweil auf die Bases. Also wir sehen hier gleiche Geschichte wie auch schon in den vorherigen Maps. Also Bestiarium und jetzt hier Second Hero Tyrant Chief auf Seiten vom Ork-Spieler und Fire hier immer noch beim Tekken und mit seinen 1, 2, 3, 4, 5 Footies am Start. Und wem es jetzt aufgefallen ist, wie gesagt, das ist die dritte Map hier, der Endrigan, der Ernst, hat hier original genau die gleiche Building Order wie gerade eben. Natürlich, jeder Spieler hat seine persönliche Building Order, je nach Position, aber das sieht schon wirklich wie ein eineiiges Konstrukt aus. Und jetzt geht der Blade Master hier direkt auf den anderen Hero drauf, auf den gegnerischen Hero, das heißt Archmage versus Blade Master. Und wenn man diese beiden nebeneinander stellt, dann weiß man eigentlich, wer wahrscheinlich früher den Löffel abgibt. Und deswegen der Archmage mit dem Town Portal zurück in die Main Base, der Blade Master. Der viel Energie verloren gegen den Blade Master, nur noch 140 und muss sich da porteln. Da sieht man, wie stark der Blade Master ist. Da darf man sich keinen Spitzer erlauben. Ja, aber praktisch natürlich hier für den Fire, der hat nämlich hier den Krummstab der Teleportation, das heißt, er kann seinen Hero zu einer befreundeten Einheit beamen sozusagen, und das hat er in dem Fall gemacht, also kein Town Portal, sondern einfach den Krummstab der Teleportation benutzt, und damit war er wieder bei seinen Jungs. Insofern hat ihm das nicht so viel gebracht, dem Darwin, aber er hat ihn trotzdem ganz gut anschlagen können, den Archmage, der jetzt hier auch Stufe 3 erreicht. Ja, Torrent Chieftain ist übrigens jetzt auch am Start, und man sieht, der Blade Master scheint noch schneller geworden zu sein. Ich weiß nicht, warum das so aussieht. Auf jeden Fall rennt er hier gerade wie ein Berserker durch die Map. Auch relativ ziellos. Lass uns mal ganz kurz auf die Main Bases gucken, was denn dort passiert ist. Der Blade Master checkt erstmal, ob sich der Human-Spieler, das heißt, ob sich Fire dort nach oben in den Norden ausgebreitet hat mittels Expansion, aber hat er nicht, hat er es gerade gesehen. Wir sehen jetzt hier, dass das Netz, das Entanglement erforscht wird, um natürlich Lufteinheiten dann zum Beispiel aus der Luft zu fischen oder auch um andere Einheiten zu fesseln und dann zu surrounden. So, jetzt hier, großartige Situation, Blade Master bleibt stecken, nicht nur in den Einheiten von Fire, von seinem Gegner, sondern auch in den Creeps. Und Fire übrigens jetzt hier mit seinem Secondary Hero, mit dem Beastmaster, den hat er sich gekauft, also ein Neutral Hero hat er sich geholt. Ja, und den sehen wir auch immer häufiger mit seinen ekligen Stachelschweinen jetzt hier als Second Hero, also kein Mountain King. Ja. Erstmal zumindest. Und derweil sehen wir hier auch mittlerweile die immer größer werdende Armee vom Darwin mit dem Tauren Chieftain, mittlerweile auch schon auf Stufe 2, 2, 4, 6 Grunts. Also da kann man schon sagen, das ist schon nicht schlecht. Und da sehen wir so ein Stachelschwein, das jetzt hier wahrscheinlich die Basis einnehmen wird. Nein, wie es aussieht, wahrscheinlich doch nicht. Also, oh.